Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir gehen wieder volle Kanne rein. Naja, vielleicht volle Kanne rein ist jetzt vielleicht ein bisschen arg übertrieben. Nee, das machen wir noch nicht. Die Kerle sind markiert. Ich warte auf dich, Boss. Tango's markiert. Bin bereit. Roger, Ziel erfasst. Eins, Ziel markiert. Zwei, bereit. Drei. Befehl. Greife Tango's erledigt. Locker bleiben. Alles ist gut. Oh, die haben die Leute aufgeknüpft, die Schweine, ey. Da muss noch irgendwo einer sein. Da ist einer. Ich sehe noch einen Tango. Position halten. Claro. Los. Okay. Tango Nummer 3. Hier ist Ziel Nummer 5. Ziele markiert. Auf dein Zeichen. Okay. Hey, die Kerle sind markiert. Ich warte auf dich, Boss. Tango ist bestätigt. Bereit zum Angriff. Komm, Nummer 3. Bin schussbereit. Hab ihn, er ist tot. Gut. Weiter geht's nach vorne. Immer schön nach vorne, meine Lieben. Seht mal da, Waffenkiste. Schon gesehen. In Position, Ziele markiert, auf dein Zeichen. Okay, warten wir kurz. Ziel markiert. Feuer frei, Feuer! An. Tango ist tot. Okay, alles ist gut. Na, nix ist gut, ihr habt voll verfehlt. Mir wäre es genauso gegangen. Das wollte ich schon immer. Schicker Handgriff. Da ist ein Sicario. Neben der Kirche. Die muss irgendwo noch einer rumgeistern. Getroffen. Okay, auf geht's. Nächste Runde. Ziele markiert. Warte auf den Befehl. Hab noch einen. Macht fünf. Ey, ist so viele, ey. Ohne Scheiß. Ziel. Kann loslegen. Greife Tangos an. Alles gut, alles gut. Sieht super aus. Sauber. Alles Paletti? Sind Gegner. Ich hab schon gesehen. Ist ein Sicario vor der Kirche. Ganz vorsichtig. Verstanden. Wir sind ein paar Narcos vor der Kirche. Okay, den Scharfschützen hier oben, den müssen wir wegkriegen. Okay, die versuchen wir mal, die wegzuschieben. Ziel markiert. Ziel markiert. Gib Zeichen. Ziel eliminiert. Gut. Wieder zufriedene Kunden, meine Lieben.
Okay, nichts passiert. Nichts passiert, genau. Dann schieben wir unsere Körper, unsere Adoniskörper erstmal nach vorne. Los nach da. Claro. Während ich jetzt hier in der... Kartellschütze. Bei der Kirche. Tango's markiert. Bin bereit. Ziele fast. Bin bereit. Roger, gucken wir mal, ob wir es hinbekommen. Bereit, auf deinen Befehl. Tango getroffen. Gut. Alles okay, alles okay. Ganz vorsichtig. Roger. Will nicht zu viel Aufregung hier. Können wir da irgendwas machen? Nee, ne? Los. Alles klar. Tango ist markiert. Tango ist tot. Hey, hey, gut, alles gut. Abre la puerta, Kumpa. Öffnet die Tür! Nö, ich lass dich drinnen, Kumpel! Alles okay? Was wollen Sie von mir? Juri und Polito, die Sie gefoltert haben. Wir sind hier, um Sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle Sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo im Land. Da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Gut. Ja, wir nähern uns dem Schweinebären hier. Wehe dem, du klaust jetzt die... Nein. Sammeln, Leute. Roger, in Bewegung. Da befreist du den Typen, ja, und dann klaut er dir die Karre vor der Nase weg. Ich finde das nicht in Ordnung. Das war aber doch wirklich fair. Warte mal kurz. Da ist er. Okay, also wir haben hier ein Sturmgewehr. Wir haben Teile und zwar wir haben Unterlauf. Wir können einen vertikalen Griff anbringen. Den können wir sogar... Wow, warte mal kurz. Den können wir sogar in einer anderen Farbe wählen. Oh, wie geil. Ah, die kannst du in Waffenfarbe nehmen. Oh, das ist ja ein super... Oh, so episch, was alles geht hier. Wahnsinn. Okay, die Karre ist nicht fit. Unsere Karre allerdings auch nicht so wirklich. So, okay. Neues Ziel, neues Glück. Jetzt lass mal gucken. Wir haben hier einen Hubschrauber ganz in der Nähe. Den holen wir uns erstmal. Ich fahre. Nein, Gott hat uns nach seinem Bild erschaffen. Bin drin, los geht's. Freiheit selbst zu wählen. Bormann sagt mir, er hat einen Wohltätigkeitsverein. Eine echte Philanthropin. Klar. Geldwäsche? Schlimmer. Eine Art Studentenaustauschprogramm. Sie nimmt bolivianische Teenager und schickt sie in die USA und nach Europa. Aber zum Eiffelturm schaffen sie es vermutlich nicht. Drogenkuriere. Und wenn sie sich weigern? Santa Blanca hält ihre Familien hier wohl als Geiseln fest. Sind von den Teenagern je welche entkommen? Soweit ich weiß, nur einer. Danach hat Nidia Flores seine Eltern und Geschwister zu El Pozolero geschickt. Pozolero? Der Eintopfmacher. Er steckt Menschen in 200 Liter Fässer mit Wasser und Natronlauge. Nach 8 Stunden sind nur noch Zähne, Nägel und Pampe da. Normalerweise sind sie bereits tot, bevor sie ins Fass gesteckt werden. Diesmal waren sie es nicht. Pff.
verdammte Monster. Okay. Bei mir sammeln. Okay, sammeln. Wir probieren mal den Mörser aus, würde ich vorschlagen. Hab die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. Alles klar, Cooper. Habe verstanden. Halt, die werden dich sehen. Wow! Wow! Das ist ja fies. Die Rebellen machen mittlerweile einen echt guten Job, muss man sagen, dafür, dass sie... Die Drohne ist oben. Markieren Hauptmann. Da ist noch ein Tango. Und das macht die Ziele. Bereit zum Angriff. Ziel erfasst. Ziel markiert. Gib Zeichen. Tango ist tot. Das soll's gewesen sein, oder? Das soll es gewesen sein. Okay. Damit haben wir jetzt schon mal ganz nette Art und Weise einen Hubschrauber geholt. So eine feine Sache. Hat nicht mal was gekostet, hätte ich das früher gewusst. Oh, das haben wir ja schon. Wie kommen die denn daher? War doch mein Hubschrauber. Ah ja. Okay, dann nächste Mission, neues Glück. Lass mal schnell schauen. Was wäre denn ganz cool? Aktuelle Präsenz, Ghoststufe 5. Destabilisierung 2%. Alter Schwede. 1 von 45. Das ist schon echt wenig, die armen Jungs. Ich würde sagen, wir holen uns mal die Zubehörkiste da oben. Ich mach das, ich fliege. Ich liebe Zubehör, wenn ich ehrlich bin. Bin da voll scharf drauf. Wo bleibst du denn? Komm rauf auf die Bude. Boah, ist die Stadt groß, ey. Ist so schön einfach alles. So, wo positionieren wir uns jetzt? Ah, da. Ich habe mein Ziel schon gefunden. Weil da finde ich meinen Hubschrauber nämlich auch wieder. Ich glaube, es ist ein Friedhof. Ist weniger gut. Ja, wir sind mitten im Friedhof gelandet. Ach du Schande. Ich fühle mich gerade so schlecht. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Claro. Okay. Bleib zurück. Der Tango könnte dich sehen. Ich lege an. Die sehen ein bisschen nervös aus.
finde die Teile irgendwie nicht. Pass gut auf. Die wissen, dass etwas los ist. Wo war? Wir holen jetzt erstmal die Jungs da raus, würde ich vorschlagen. Scheißdreck. Namen holen, Jungs. Und da holen sie sich die Kniften. Okay, Bilder machen. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Judy und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken. Aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Okay, angeblich werden wir gejagt. Gegner getroffen. Geschafft, alle noch ganz. Wo sind denn diese Kisten, diese Versorgungsdinger? Bin doch nicht blind. Die sind wahrscheinlich alle oben, oder? Ah, die sind alle oben. Ja gut, dann macht es Sinn, dass ich die nicht finde. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Okay, jetzt müssen wir bloß die Nachschubkiste finden. Das ist jetzt, die Waffenteile. Das finde ich ist das Wichtigste eigentlich an der ganzen Mission gewesen. Steht noch ein Hubschrauber. Waren sie hier? Ich sehe eine Waffenkiste. Echt? Ich glaube, dann ist die da oben. Sammeln, Leute. Verstanden. In Bewegung. Ah, kann ich gebrauchen. Oh, Sturmgewehrmündung. Das sind unsere Jungs. Haben wir hier noch irgendwas zu holen? Ja. Informationen. Okay, dann lassen wir Stück für Stück, meine Lieben. Stück für Stück. Wir holen uns jetzt eine Info nach der anderen und gucken mal, was wir so rausbekommen aus der ganzen Geschichte. Man verbraucht es dann. Den Kartell eins auswischen und einen Versorgungsheli für die Rebellen kapern. Dadurch gewinnen wir doppelt. Da ist das, was ich haben möchte. Ein bisschen Vorräte. Und mittlerweile ist hier das ganze Dorf befreit. Oh, oh, Vorsicht. Wo ist denn die Unidad? Das ist nur einer? Ich hab das Ziel. Feind am Boden. Das war knapp. Ich sehe aber auch keinen weiteren Unidad-Kumpel.
Bei mir sammeln. Okay. Achtet auf eure Ziele. Messen Sie das mit Maschinenpistolen im Gebiet. Schusslinie beachten. Was? Fass Karacho? Shit, die haben eine Leiche. Feuer frei. Wow! Scheiß Unidad. Die sind genau wie das Kartell. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. Sieht scheiße aus. Entdeckung! Wow! Oh! Erstmal ein bisschen ausruhen, ha? Wo sind die anderen und die Dots? Ich wollte mich eigentlich mit denen jetzt überhaupt 0,0,000 anlegen. Also schon ein bisschen, aber nicht so arg. Sammeln, Leute. Mausetot. Er ist unter der Kappe erstickt. Seht ihr den Ständer an? Mierda. Ich sagte doch, das ist zu eng. Was eine Latte. Ich zieh ihm die Hose aus. Juri. Ei. Eifersüchtig auf eine Leiche, Biscotto. Setze Drohne ein. Teufel. Wow. Wow. Ach, der Ring von dem Typen stinkt wie Scheiße. Und vom Körperpfleger hat er auch noch nie was gehört. Der Lümmel sieht aus wie eine Chorizo, die man durch Hundehaare gezogen hat. Hilfst du mir nun endlich, ihn runterzuschneiden? Oder als hätte einer eine Banane geschält und in Butter gerollt und dann, ups, beim Friseur fallen gelassen. Julie, hör auf damit. Oh, jetzt wird er schlaff. Jetzt sieht er aus wie ein Tukan, der sich ewig nicht rasiert hat. Amor, por favor. Jetzt schau mal bitte kurz woanders hin. Okay, die Unidad-Patrouillen, die sind noch hier. Jemanden wachgerüttelt. Wen denn? Bei mir sammeln. Roger, in Bewegung. Ah, da drüben. Die Unidad greift die Rebellen an. Was sollen wir tun? Okay, alles ist gut. Die Rebellen retten? Was denkst du denn? Okay, meine Lieben, nächste Folge geht's weiter. Jetzt erstmal werden wir ganz entspannt gucken, wo wir als nächstes hindüsen. Okay, da müssen wir was klauen. Da gibt's Fertigkeitspunkte. Ich würde ganz gern die Kiste hier unten mitnehmen, aber dazu würde ich ganz gern einen Hubschrauber mitnehmen. Kommt, Jungs, rein da. Aber wie gesagt, nächste Folge geht's weiter, wenn ihr Bock habt. Natürlich auf diese absolut grandiosen, besten Fahrkünste aller Zeiten. Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es Let's Play Ghost Recon Wildlands heißt. Und wir parken in der Zwischenzeit mal unseren Hubschrauber aus dem Friedhof. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Habt eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Und genießt das wunderschöne Wetter. Tschüss.